Warum schaffen wir denn diesen Raum nicht? Wenn irgendwer anders gepult hätte, außer Ben, dann wärst du jetzt richtig sauer. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Und willkommen zur dritten Folge des absolut fantastischen WoW Classic, WoW Classic Retail Content. Ihr seht schon, es hat sich hier so ein bisschen eingelebt. Dieses Mal gibt es wieder Content von meinem Main-Charakter. Wir haben uns nämlich gedacht, Sholo. Mein Bruder, der gute alte Ingwer, ja, Gewürze sind fantastisch, das liegt irgendwie momentan in der Gilde mit den Namen. Der braucht unbedingt sein Parlament, hat die ganzen Pre-Quests fertig. Schaffen wir die? Weiß ich nicht. Aber mal gucken, ja, was sonst noch so in Sholo los ist. Der Krieger ist frisch 60, unser Tank. Kann also nur lustig werden. Die ein, zwei merkwürdigen Situationen sind natürlich auch hier wieder dabei. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Viel Spaß. Birgit, willst du mich? Ja, kannst du anfangen. Ciao. Ciao mit V, let's go. Lasst uns Nick das wunderbare Mount holen. Ja, ich gebe den einfach SDR, dann kannst du dich zum Trainieren, das ist glaube ich ganz gut. Runter? Ja, lass sie aber hochziehen. Sag ich einfach, warte, Frostfalle und Multishotter den. Dann gehe okay, ich. Okay, geh dann um die Ecke und dann. Rutschstellen einfach. Die... Ja. Kann ich die anmachen? Jemand kommt jetzt. Ah ja, moino. Rutschstellen. Let's go, Boys! Scheiß Treppenkante, bist immer nicht im Sichtweite. Oh Mann. Ich hab hier diese als Jäger merkst du halt diese Mindestfeuerdistanz. Kriegst du ja teilweise super schwer. Das war damals in Zul'Farrak, hat mich das so dermaßen abgefuckt. Kannst du da nicht nochmal ein Makro schreiben? Ja, könnte man bestimmt. Aber ich meine, wenn bin ich etwas dumm. Also können wir links direkt am Schrank vorbei und dann müssen wir nicht den ganzen Raum machen. Ja, dann machen wir das doch. Ah, da hinterher, ne? Müsste ich wahrscheinlich, glaube ich, nur mein Pad gleich wegholen. Ich guck mal, ob der, wo der hergeht. Oh, doch, oh, doch, guck mal hier. Der ist ein kluges Pad. Einmal ja, im Leben. Warte. Oh. Ja, doch. Warte mal. Oh, guck mal. Der hat ja gar keinen Bock gehabt, anscheinend. Was brauchen wir nochmal, um diesen Boss hier zu beschwören? Ich glaube, haben wir eh nicht, ne? Ne, haben wir nicht. Können wir also quasi überspringen. Ja, gut, dann geht's direkt weiter. Hast du die Stimme der Spinne zufällig auch in echt synchronisiert? Also warst du das damals? Ja, hört man. Merkt das richtig, ja, hört man. Oh, es geht doch ganz gut, Simon Gaming mit der Agro. Simon Gaming. Mal sehen, was ist denn das? Macht super. Sieht halt geil aus, ne? Plus 12. Oh. Hm. Dave, ich glaube, wir würden hier alle auf einmal an ein Eck kommen. So ruhig mehr, ne? Ja. Weil wir haben Magier, die sind so schnell down. Du brauchst nicht mal zwei Polen. Einfach rein. Ja, kommt da mal was. Boah, Alter. Klatschen dich ja richtig durch die Gegend. Das ist teilweise witzig, teilweise sehr frustrierend. Ich hole jetzt mal zwei Gruppen davon, ne, wenn ihr genug Mana gleich okay. habt. Ja, da sind zu wenige noch da. Okay, komm. Ah, ja. Ach nee, die habe ich schon gemacht. Ja, ja das können doch. Sind jetzt doppelt so viele wie gerade. Okay. Danke. Oh, Marco, Achtung. Jetzt habe ich dich. Ah, hab Eisblock aus. Oh, gut. Verdammt. Alles gut, alles gut. Ich hab mich fast in die Mobs reingestumpft. So. Ja, erzähl auch gleich mal, was wir bei Blutgruppe machen müssen. Erstmal müssen wir unten den kompletten Raum clearen und auch Blutgruppe killen. Ja, immerhin. Ich
Geh den zurück. So, jetzt Blutrüppe. Okay, dann noch wieder drauf. Mach das Segel der Weisheit drauf. Ah. Ich kann mich noch nicht totstellen. Ja, ich halte dich mal. Kott ihn ab und setz ihn hoch. Okay, ich komm nach unten. Immer wenn der einen wegbumst, dann ist Agro Reset, glaube ich. Ja, ich hatte jetzt wieder totstellen. Aber es dürfte ganz gut funktionieren, glaube ich. Hat auch noch genug Mana going. Yes. Cool. Cool. Boah, wieder was Geiles für ein Dudu, oder? Ja, das wäre mal was. Wäre ich jetzt so nur mit dem Dudu dabei. Das ist ja Hammer, das Ding. Der ganze Boss muss Pippi so AFK. Eine Minute Pause. Bis gleich. Also, ich werde hier so ein Ding in der Mitte des Raums setzen. Dann kommen vier verschiedene Wellen. Pro Welle muss ich ein Siegel benutzen, was sie stunnen kann, alle anderen. Die muss ich aber wirklich gut setzen, weil ansonsten sind es einfach zu viele. Und ich muss parallel noch heilen, das ist halt das Dumme. Nach jeder Welle kommt ein kleiner Miniboss, den müssen wir besiegen. Haben wir das gemacht? Danach können wir meistens regen, wenn wir schnell genug sind, im nächsten Siegel. Das geht viermal hin und her, es sind alle vier Minibossen, vier Wellen besiegt, kommt ein Todesritter um die Ecke, den wir auch besiegen müssen. Der hat unter anderem Gedankenkontrolle, also da müssen wir denjenigen einfach nur stunnen oder CC'en und dann einfach weiter auf den Boss gehen, okay? Das letzte Mal, dass ich das geschafft habe, da hat so ein bärtiger Typ in DSDS gewonnen. Martin Kizuchi, Bruder! Der nice. War bei Sat. Bankrein. Okay, go. Okay. Hui, let's go, Boys! Na dann. Wir können eventuell hinten an der einen Wand ein bisschen fighten. Einfach wegballern jetzt? Ja, jetzt die. Okay, dann fangen wir mal an. Da habe ich die so ein bisschen gestunt. Ich werde das so viel offen machen, wie es nur geht. Ja. Mich darauf konzentrieren, ihr macht 30 schon. Wenn ihr regen könnt, regt einfach rein, ne? Sobald ihr regen könnt, regt rein. Das ist ein langer Kampf. Ja. No. Aber es wird gleich härter. Beim letzten Mal hatten wir auch eine Phase, wo ich dachte, okay, da kommen jetzt irgendwie weniger. Zieh mal bitte durch die Frostfalle hinter dir. Weißt du noch, dann nach Phase 2 waren wir alle oben und dann kam Phase 3, war direkt, kam jetzt, weil wir auch später dran waren, eventuell, ging es direkt weiter mit ganz vielen. Davon. Ja, siehst du da. Ne? Ja, ist direkt Phase 3. Ich trinke noch ein bisschen kurz. Ich auch. I'm stun. Komm jetzt mit AOE gleich. Ja, das wäre jetzt wichtig. Ich mach Nova direkt. Ich muss mich heilen. Scheiße. Okay, Ben, totstellen. Achtung, Eisblock bereithalten. Ich muss jetzt hier ganz schnell diesen fucking... Ja, das ist das Problem. Ich hab den... Ich musste heilen. Und hab das Ding vergessen. Lass dich auf jeden Fall sterben, Ben. Du musst dich sterben lassen, sonst geht dieses Tor nie auf. Und wahrscheinlich wird die Innie verbuggt sein. Wir werden wahrscheinlich immer Infight sein, die ganze Zeit ist diese Innie. Nee, wir können jetzt hier durch. Lass wieder auch durchmachen und dann nochmal neu. Genau. Ja. Bin ich fein mit. Hier bei den Mobs unten war irgendwas, ne? Wir werden, glaube ich, Magie-immun teilweise. Ja. Und wir müssen mal rebuffen, glaube ich. Moment, das ist doch weg. Doch, die Halskette ist schon ziemlich nah. Aber Marduk ist ja auch. Ist ja auch hier drin. Marduk, ja, der hinter direkt. Halskette ist so lala. Ah, Marduk.
können die auch mal fragen, was die, wir können ja auch mal anklicken und fragen, was die droppen. Braucht jemand was von der da drinne? Nee. Dann lass uns weiter. Warum schaffen wir denn diesen Raum nicht? Wenn irgendwer anders gepult hätte, außer Ben, dann wärst du jetzt richtig sauer. Ja klar. Ja klar. Ja klar. So, ja. Er geht jetzt. Wir kämpfen jetzt hinterm Altar oder sowas war das, ne? Ja, Bossfight hinten links in der Ecke ist immer. Dann Blumenkohl. Weiß cool. Einer, was dieses Einballsanierungszeug macht? Ja, du, keine Ahnung. Du? Kannst mal. Ich ihn gleich an. Warte. Mach das, wird beim Aufheben, keine Ahnung. Dann lass uns die mal umklatschen. Na, dann kann man stunnen. Und uns Siegel, das ist ja sehr angenehm. Ja, scheiße, müssen wir jetzt absprechen. Scheiße, was passiert? Ich mach totstellen. Hier, okay. Aber auf jeden Fall hier hinten fighten. Oh, Rekordzeit ist in 5 Sekunden vorbei, was passiert hier? Ist der immun gegen Frost? Könnte sein, wenn der Frostraunen heißt. Wahrscheinlich hat er einfach hohe Widerstand. Frostbots machen normalen Damage. Okay, wir kriegen das hin, Leute. Bei mir widersteht der sehr viel. Oh, wäre sehr schön, das? Wenn ich mal seine Frostrüstung bannen könnte. Ja, die ist super nervig. Aber den kriegen wir. Oh, droppt jetzt die epische Robe für. Das Pad gefiert, shit. Ja. Aber es geht gleich. So Kacke, ja, das geht okay. Da nur rum. Nice. Ey, geht's dazu? Oh. Alter, die Handschuhe sind die besten Slot. Jetzt mal seriously, jetzt glaube ich kann. Bin wirklich, ne? Ja, plus 7 Verteidigung, schon. Das ist extrem. Lass mich mal hier mein schlaues Website Buch. Anrufen. Wrist Hands. Ja, sind best in Slot. Nice. Wo ist Nick? Nick? Da drinne. Seht ihr mich? Pepsi Light. Entschuldigung, könnt ihr mich sehen? Oh, wo ist die? Hüpf mal. Junger Mann, bitte. Warte, ich hüpf nochmal. Junger Mann, bitteschön. Warum veräppelst du mich, Simon? Das tut mir wieder in der Seele weh, ja? Jetzt haben wir alle lustige Zeichen über den Kopf. Ja, das nervt mich ein bisschen. Ich mach's weg. Auf geht's. Los, Krieger. Bring das so episch runter. Hol die mal. 85 waren da absolut überbewertet. Ja, dann voll durchsaugen. Hä? Nur beim Jäger hat doch Mana gefehlt. Ja, und beim Mage. Ach, du bist... Das ist absolut Wayne. Mann, die macht gar nichts. Hier kommt der Wayne-Train. Wayne. Rette mich hier, Bus. Oh, hört, ja moin. Frau, ja, die brauchst du noch, ne? Der GZ, Alter. Wenn wir den mal besiegen. Danke. Oh, Eisblock, der ist schön. Der hittet richtig gut. Ja, genau. Was ist denn das? Was sind das? Alter, ohne Platte. Ey, da kriegst du plus 3 Verteidigungen noch mehr, ne? Bald weißt du nicht, was du mit der Mana machen sollst. Ja. Das ist halt die ganze Palatink-Scheiße, die ist halt für mich auch noch insane geil. Hier sind die Überreste hier. Ah ja, eben. Ah, in mein schlaues Buch gucken, ob ich das auch brauche. Verbrannte Überreste von Lucio und Sarkov. Ich glaube, die sind schon besser. Die ganze Zeit, ja. Kann nämlich, Nick ist übernommen. Die kannst du einfach so looten. Ich schieb dich. Bin übernommen, Leute. Ah, Nick ist ein Schweinchen. Ich hab sie gehealt. Ich kann jetzt leider... Ach komm, fickt euch. Ich muss leider heilen. Bin wieder übernommen worden. Jetzt mehr. Er ist tot. Jetzt hat er ein Dudo. Ja. Oh. Marco, willst du die Haut nehmen? Ja. Glaub ich am besten gebrauchen von allen. Mirko! Brauchen. Oma. Die eingeladen nächste Woche. Lecker. Himmel und Erd. Hinter Himmel und Erd? Was ist das? Ja, hier sowieso, aber das ist Kartoffelpüree. Und Apfelmus. Apfelmus und Blutwurst. Bratene Blutwurst, richtig geil. Oder was meine Oma früher auch mal gesagt hat, bevor ich ihr gesagt habe, sie soll das nicht mehr sagen. Das ist jetzt nur ein Zitat. Lieber Stream, das ist ein Zitat, das ist nicht meine Meinung. Pimmel. Ach ey, das kann doch nicht wahr sein! Ist das beim Andenken gebunden? Kannst du nehmen, kannst du da drücken. Ernsthaft? Geil, ja. Alter. Ja. Angenehm. Frage für war das hier der Todesritter? Bonusritter? Der Bonusritter. Der Herzlichen Glückwunsch, Sie sind in der Bonusritterrunde! Ein Schwert oder Schild? Spielt gleich noch einer mit mir eine Runde GTA 5 online? Das ist sehr lustig. Wir sind alle sehr große GTA 5 Fans, aber wir haben das schon durchgespielt.
Ich hab online schon durch. Wir haben online durchgespielt. Mach mich dann der ist, glaube ich, der Lord Axel Barov ist, glaube ich, schwierig. Axel H. Wo willst du gehen? Ist nicht eine Aura? Nicht abhauen von dem. Wer ist die Erzeugung aus? Oh mein Gott. Ich hab keinen Todesstern mehr. Alexei Borov, Bliad. Schön. Bliad. Oh. Holy fuck. Das ist nice. Das ist beim Aufheben, ne? Ja, leider. Ja. Sieht aber geil aus. Ja, aber ich glaube die vom... Meine und der erste Set-Bonus ist richtig geil für Healer. Ehre. Saufen und dann gib ihm. Also wie, der kann eigentlich hier machen ein bisschen hier, schnick schnack, nichts Tolles, außer das wegporten und dann einfach was wieder. Was passiert dann noch gleich? Hat er bei mir letztes Mal nicht gemacht. Der portet du bist weg. In einem Raum hier. Genau, in dem hier oder in irgendeinem anderen und du hast immer verschiedene Mobs gegen dich. Die sind aber Non-Elite, zwei Stück, die musst du umklatschen. Wenn du die umklatscht hast, geht das Tor wieder vor dir auf und du kannst wieder den Kampf joinen. Das ist scheiße, wenn es der Tank oder Healer ist, wenn es ein DD ist, ist es scheißegal. Okay. Let's go. Vor allem Mage, das ist ja easy peasy. Wenn du, okay, ciao. Pass auf, wenn du weg bist, musst du mir das sagen, weil dann mache ich Knochen bei meinem Viechchen an, okay? Bin weg. Portal. Ja, ich bin weg. Marco ist mit dir da drin. Lol. Oh, ich hab Fluch des Dunkelmeisters. Das dauert, das ich noch tut. Dir. Dann helfen wir kurz. Ich stand genau an der Tür. Gut, wir sind, komm wieder raus. Das ist ja, das war aber gut. Diesmal, also war halt Glück ist du wieder da und kannst heilen? Also ja, in echt hätte mich halt die Tür zerquatscht. So wie so eine Guillotine. Sehr schön. Wir halten mich hier. Ratus, wir sind auf Heartstriker. Kannst mich dann gerne anflüstern, wenn du den Charakter erstellt hast. Bewegt dieser Zauber noch. Ist auch eine sehr, sehr. Ich bin wieder. Und was heißt wieder? Bist du. Easy. Ehre! Wieder Platte, Alter. Helm der Ehre! Echsenklinge vor allen Dingen, Leute. Und unsere Mages. Nick, nimm. Kann das Alchi von uns, ne? Ach fuck, ich bin Alchi. Jetzt hab ich weggeklickt. Ich das ist ja aufheben. Und ich bin nicht der Magier. Also ich mach mal auf die Hexenklinge Need. Ne? Überleg gerade, sollte ich darauf vielleicht Need machen, wenn ich mehr Set-Teile hab? Mach einfach Bedarf, bitte. Ja, sonst wird's verkauft. Wird beim Aufheben gebunden, ja. Ja, tu's bei der Bank rein. Jetzt ist schon keine Alchi, oder? Also kein Char hier ist Alchi. Nee. Ja, das ist traurig. So, liebe Freunde, das war's mit dem Video. Ob's mit der Palamon-Quest irgendwann noch was wird, ist mir egal. Ist ja nicht mein Mount. Aber irgendwie werden wir es schon mal nochmal versuchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Dankeschön, euer Buddy.